Am vergangenen Sonntag fand in Hoyerswerda wieder der Tag des Bergmanns statt. Im Black Raven gab es dabei einen tiefen Einblick in die über 100-jährige Bergbaugeschichte der Stadt und der umliegenden Gebiete. Musikalisch begleitet von der Spremberger Bläsergilde waren auch der Traditionsverein Glück auf Schwarze Pumpe und das Heide-Team vor Ort. Letzteres blickt in diesem Jahr auf 30 Jahre seit der Sprengung des letzten Turmes zurück. Zahlreiche Besucher waren am Sonntag auf dem Gelände und ließen sich noch einmal in die vergangenen Zeiten entführen.